herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Und heute das Spiel Hannover 96 gegen Kaiserslautern. Ja, also letzte Woche kam das Lautern-Spiel gut an. Jetzt kann's hier gleich losgehen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu diesem spannenden Duell. Und ja, komm ja aus der Pfalz und deshalb mache ich dieses Orakel. Also ich schätze mal, dass es ein 2-2 wird. Mal gucken, was das Spiel sagt. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Wir überspringen das hier mal und starten wir mal. Erste Hälfte spiele ich mit Hannover. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß. Warum ich habe meinen Controller nicht schon wieder umgestellt, aber es sieht gut aus. Aus der zweiten Bundesliga. Stimmung könnte gar nicht besser sein. Alle freuen sich auf ein spannendes Spiel. Gute Flanke. Oh, beide schon das 1-0 für Hannover. Das ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. So, hier rüber. Lauf doch. Ach, nein. Der erste FC Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. So, zweite Hälfte spiele ich wie immer mit... Also mit der anderen Mannschaft. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Aber das stellt sie doch vor keine großen Probleme. So, läuft. Ah! Zu spät gespielt. Komm, gib mir den Ball. Jawohl. Und der Ballverlust. Nicht faulen hier. Ihr Schweine. Wenn wir uns die bisherige Saison ansehen, dann sind die Gäste das Team mit der schlechtesten Abwehr. Mit der schlechtesten Defensive gehen sie in diese Auswärtspartie, Wolf. Und das ist kein gutes Vorzeichen. Manchmal klappt gar nichts. Was holen können, ich wage das mal zu bezweifeln. Dafür sind sie meist zu zurückhaltend. Da fehlt einfach das Selbstvertrauen, vor allem in der Defensive. Da also immer dieses Gelaber. Richtig, ja. Müssen wir ein bisschen noch hinten rum spielen. Kunze. Ja. Sieht gut aus. So, was machen Sie draus? War natürlich keiner in der Mitte. Flanke kommt in die Mitte. Oh. Das kann die Führung werden. Und ja, 1-0 für Hannover 96. Natürlich nicht gut für die Lauterer und ja. Ah, da jubeln die Fans der Hannoverer. Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbinden, aber so, schönes Tor eigentlich. Ist zu schwach und dann, darfst du keine Chance. Das war er hätte können vielleicht noch dran kommen, der Torwart. Komm, gib mir den Ball. Ärgerlich, oh. Ballverlust. Nein, du kommst mir nicht an den Ball. Halstenberg. Harvard Nielsen. Schön vorbeigekommen. Ey. Das könnte jetzt rot geben. Oh. Was kriegt er? Das ist natürlich nicht gut für mich nachher. Nein. Klare Torchance und dafür runter ist relativ einfach. Der Platzverweis, wie ich finde, Wolf, absolut vertretbar. Jetzt spielen die nur noch zu zehnt. Und er wechselt Tachi aus. Oder wie da auch ausgesprochen wird. Also Freistöße habe ich noch nicht so gut drauf. Ich versuche einfach mal. Oh. Okay. War gar nicht so schlecht. Lautern jetzt nur noch wir sind in der Schlussphase dieses ersten mit 10 Mann. Mit einer knappen Führung. Es ist eine verdiente Führung aus meiner Sicht. Aber jetzt erstmal Augen auf. Oh nein. Jetzt sind sie also mit 2 in vorne. So, jetzt muss Lautern nachher noch 2 Tore machen, aber das wird eng mit 10 Mann. Natürlich wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Technisch klasse. Alles richtig gemacht. Schade, Banane.
Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Und jetzt habe ich noch Zeit, ein Tor zu machen? Nein, glaube ich nicht. Das ist der Pausenpfiff. Das war's für die erste Halbzeit. Wir sehen uns in der zweiten. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt nur noch mit 10 Mann hier, die Lauterer. Gucken, ob ich hier noch irgendwas reißen kann. Vielleicht kriege ich das ja noch hin mit meinem 2-2, was ich getippt habe. Das war nicht gut. Gib mir den Ball. Ach, verdammt. Harvard Nielsen. Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Aber wir sehen's. Ballverlust. Nein. Ich will auch nicht grätschen. Sonst habe ich gleich die nächste rote. Jetzt kann's eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. So. Weg. Nein. Nein. Das setzt sich gut durch. Vielleicht die Chance jetzt. Damit lässt er sich bitte nicht nur das dritte Tor. Wäre ganz mies. Ball kommt lang. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Komm. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Ich hab schon gedacht. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Ich brauche keine Karten mehr. Boah, der ist aber langsam. Ach du Gott. Komm, lauf mal in die Mitte. Ball kommt schön nach innen. Ja, sie haben sich nicht aufgegeben und ja, 2-1. Was ist noch drin? Sehr schön. Und weiter. Ich habe noch 20 Spielminuten. Kaum genug hier gejubelt. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein. Und dann geht er natürlich rein. Das ist eine Distanz, da kannst du, ja, ehrlich mit Zehmann ist auch noch alles möglich. So ist das nicht. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Platz auf außen. Was mache ich? Nein, das war nicht gut. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Nein! Kollegen bieten sich an. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt nutzen. Zimmer. Schlussphase läuft. Schade. Ich glaube, die Mannschaft ist zuversichtlich. Die Fans sind, es wirkt zumindest so, auch optimistisch. Und man spürt, sie können das hier schaffen. Ein Tor Vorsprung. Jetzt kann er es machen. Ganz sicher. Ich habe nur noch 5 Spielminuten. Nicht ganz. Sie sind vorne und bekommen noch eine Ecke. Damit könnten sie alles klar machen. Den Ball entschärfen. Komm, weg. Nach vorne. Dann nicht dahin. Da ist das Tor. Damit liegen sie jetzt kurz vor Schluss mit 2 Toren in Führung. Verdammt. Ach, leck. Schauen auf die Wiederholung. Schade. Na gut, mit 10 Mann ist halt schwierig, ne? Das ist auch ein starker Abschluss. Schade. Aus, das war's in dieser Partie. Haut mal eure Tipps in die Kommentare und da würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel-Video oder Livestream. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.